Bevor wir gleich mit dem Chest-Opening anfangen, wollte ich euch nochmal zeigen, wie ihr kostenlos Gems in Clash Royale bekommen könnt. Als erstes müsst ihr dafür auf den Link in der Videobeschreibung klicken oder ihr geht einfach in eurem Browser am Handy und gebt dort appbounty.net ein. Anschließend ladet ihr euch die App einfach herunter und öffnet sie anschließend. Dort müsst ihr euch dann registrieren und nach der Registration klickt ihr auf den Reiter Account und gebt natürlich erstmal meinen Invite-Code zu Tranix ein, denn dann bekommt ihr nochmal 50 extra Punkte. Wie das Ganze funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar habt ihr verschiedene Apps zur Auswahl, die ihr euch downloaden könnt und ihr sucht euch einfach irgendeine raus, installiert die App und testet sie ein wenig. Also ihr öffnet dann die App anschließend, die ihr euch heruntergeladen habt und spielt ein wenig und bekommt fürs Spielen einer App wirklich Punkte. Wenn ihr das ganz oft gemacht habt mit verschiedenen Apps, dann sammelt ihr immer mehr Punkte und irgendwann könnt ihr euch dann eine Google Play oder iTunes-Karte auszahlen lassen. Es gibt noch viele verschiedene andere Preise bzw. Rewards. Zum Beispiel gibt es auch Amazon-Giftcards oder irgendwelche Nintendo-Cards. Also es gibt nicht nur Google Play und iTunes-Karten, aber ich denke mal, dass das Beste ist für euch, was ihr euch auszahlen lassen könnt. Ihr seht hier nochmal, was es alles gibt, was ihr euch alles verdienen könnt. Also da ist auf jeden Fall eine Menge dabei. Und ja, wenn ihr kein Geld für Google Play oder iTunes-Karten habt, dann ladet euch einfach mal App Bounty herunter. Die App ist kostenlos. Gebt meinen Invite-Code zu Tranix ein, denn dann bekommt ihr nochmal 50 extra Punkte. Achtet, wie gesagt, auf die Groß- und Kleinschreibung, dass ihr das S auch wirklich bei Tranix groß schreibt. Und dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit euren Google Play und iTunes Karten und wir fangen jetzt an mit dem Chest Opening. Yo Leute, was geht? Ich bin Tranix und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute mal wieder ein Free-to-Play Chest Opening und heute haben wir extrem krasse Truhen am Start und ich will auf diese Folge einfach mal 3000 Likes sehen. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall schaffen können und ja, nochmal ein besonderes Dankeschön an Niklas, dass ich das Chest-Opening hier auf deinem Account machen darf. Ich verlinke euch sein Instagram-Profil einfach mal in der Videobeschreibung. Ihr könnt einfach mal mir und ihm auf Instagram folgen. Und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mit dem Chest-Opening. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt und ich würde sagen, als erstes schauen wir erstmal, was für Karten er gebrauchen kann. Damit wir uns dann auch freuen können, wenn wir sie bekommen. Und hierfür scrollen wir einfach mal nach ganz unten und schauen erstmal, ob er alle Legendaries freigeschaltet hat. Okay, er hat alle Karten, die es gibt, freigeschaltet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, welche Karten er so spielt. Also man sieht hier schon mal das Log und den Graveyard, beziehungsweise das Kampfholz und den Friedhof. Hier den Lavahund. Also er spielt das Holz ganz gerne, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, ja, fangen wir direkt mal an mit der Kronentruhe. Vielleicht verbirgt sich ja in dieser Kronentruhe eine legendäre Karte. Das wäre natürlich mega heftig. 640 Gold, ein paar Juwelen, die Barbaren, eine Valkyrie, die Koboldgang und eine epische Karte, das Drachenbaby. Das ist auf jeden Fall bisher eine ganz gute Kiste geworden. War auf jeden Fall relativ entspannt. So, wir müssen natürlich schauen, welche Kiste wir als nächstes öffnen. Denn die unspektakulären Kisten kommen natürlich zuerst, damit auf jeden Fall die Spannung noch am Start ist. Wir öffnen heute auch noch eine Clan-Truhe. 10 von 10. Wäre echt heftig, wenn wir da mal eine legendäre Karte rausbekommen, denn ich glaube, ich habe noch nie aus einer Clan-Truhe eine legendäre Karte bekommen bei so einem Chest-Opening. Und ja, wenn ihr übrigens Kisten habt, die ich mal öffnen soll, Leute, dann schreibt mir einfach mal auf Instagram. Ich heiße auf Instagram Tranix, ich blende euch den Namen jetzt hier einfach nochmal ein. Und ja, mit ein wenig Glück öffne ich eure Kisten. Ich sag mal so, wenn sie krass sind, werde ich sie so oder so öffnen. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit der Turnierkiste hier. Die ist nämlich nicht so krass. 350 Gold, die Lakaienhorde, die Lakaien, den Blasrohrkobold und die Barbaren. Okay, nichts Besonderes dabei. Und dann geht es weiter mit der Epic Chest, würde ich sagen. Denn in einer epischen Truhe kann keine legendäre Karte drin sein. Und in allen anderen Truhen könnte eine drin sein. Daher schlage ich einfach vor, dass wir weiter mit der Epic Chest machen.
So, einmal den Packer, dreimal den dunklen Prinzen, viermal die Skelettarmee und zwölfmal den Wut. Und ich muss mich gerade korrigieren, Leute. Es gibt einen deutschen Clash Royale Spieler, was... Also ich weiß, soweit ich weiß, ist er auch ein Profi, der hat aus einer Epic Chest einfach eine Legendary bekommen. Ich glaube, der Lumberjack war es. Das war auf jeden Fall heftig, aber das war auch nur ein Bug. Also im Normalfall kann man keine legendäre Karte aus der epischen Truhe bekommen. So, dann geht es weiter mit der Giant Chest. Dann machen wir weiter mit der Clan-Truhe und dann kommen die krassen Truhen. So, hier bekommen wir den Magier, den Bomber und den Schweinereiter nochmal. Das sollte auf jeden Fall passen und jetzt geht es auch direkt schon mal weiter mit der Clan-Truhe. 10 von 10, Leute, hofft einfach mal für ihn, dass hier eine legendäre Karte drin ist. 3, 2, 1, let's go, wir öffnen die Clan-Truhe und come on. Ein bisschen Gold, die Elite-Barbaren, die normalen Barbaren, den Ritter, den Ofen, den Minenwerfer, jetzt bitte 3 epische und wir bekommen leider keine epischen Karten. Das heißt, jetzt kommen die epischen und das wird keine legendäre Karte. Wir bekommen 3-mal den Scharfrichter, ist aber, denke ich mal, auch eine ganz gute Kiste geworden. Ich denke, er freut sich trotzdem über die Kiste, besser als nichts. So, jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir hier mal eine legendäre Karte bekommen bei den anderen beiden Truhen. Wir hoffen einfach mal, dass in der Super-Magie-Truhe eine legendäre Karte ist. Ich denke mal, dass das der Fall sein wird. So 4 und 24 müssen hier drin sein. Wir machen weiter mit der Magie-Truhe. Ein bisschen Gold gibt uns das Ganze. Dann die Lakaien. Ups, jetzt habe ich hier eine Karte übersprungen. Das ist natürlich nicht so geil. Dann den Mini-Packer 3-mal. Dann gibt es noch den Schweinereiter, die Skelette, die Pfeile und... die 3 Musketierenden und jetzt noch ein paar epische und zwar 4-mal die Wächter, okay, das ist in Ordnung. Und dann geht es jetzt auch weiter mit der krassesten Truhe für heute, Leute. Das hat sich gereimt heute, Leute, alles klar. Halt einfach da mal so dran, nix. So, weiter geht es mit der Super-Magie-Truhe und bitte, Leute, hofft einfach mal für mich und für ihn, dass hier eine legendäre Karte drin ist. Let's go, Leute, hier muss einfach mal eine legendäre Karte drin sein. 6600 Gold, dann 176-mal den Königsriesen, das Drachenbaby, die Barbaren, den Schweinereiter, Blasrohrkobold und, oh mein Gott, Leute, hier ist eine legendäre Karte drin. Wir bekommen hier aus dieser kostenlosen Super-Magie-Truhe eine legendäre Karte. Und welche Karte wird es? Ich hoffe einfach mal das Kampfholz und wir bekommen die Banditen. Okay, ich denke mal, er wird sich auch über die Banditen freuen. Ich bin auf jeden Fall schon mal erleichtert, dass wir überhaupt heute bei diesem Free-to-Play-Chest-Opening eine legendäre Karte bekommen haben. So weit, so gut. Und ich würde sagen, Leute, wir machen einfach nochmal einen Fight. Irgendwie sieht das relativ interessant hier aus. Er kann sich den Lumberjack noch holen. Ich weiß nicht, ob er es macht. Ich mache es jetzt einfach mal nicht. Falls er das Gold noch braucht oder so, wäre das dumm, wenn ich das mache. Genau, alle Kisten sind geöffnet. Jetzt suchen wir uns noch ein Deck raus und machen einfach mal einen Live-Fight. Und welches Deck nehmen wir? Ich kann natürlich nicht so krass gut mit solchen Decks spielen, weil ich einfach ein totaler Noob bin. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal dieses Deck hier. Und dann geht es auch in den ersten Fight, Leute. Let's go. Hoffentlich gewinnen wir. Wir spielen gegen den Level 11er mit Level 11. Wir wünschen natürlich viel Glück. Und fangen an mit dem Grabstein. Ist wahrscheinlich das Beste, was wir machen können. Und dann starten wir hier auch direkt mit dem Grabstein. Let's go, Leute. Okay. Der Gegner startet schon mal gar nicht. Dann starte ich mal hier mit den gesplitteten Lakaien. Und wir schauen mal, was der Gegner so macht. Er macht immer noch nichts. Okay, jetzt kommt er mit dem Scharfrichter. Dann kommen wir so langsam, aber sicher mal mit dem Megalakai. Und hoffen einfach mal, dass er hier noch was reinplaced. Das wäre natürlich ganz entspannt. Nee, macht er natürlich nicht. Dann haue ich hier einfach mal einen Lavaunt direkt vor. Ist vielleicht jetzt nicht so schlau gewesen von mir, muss ich an der Stelle einfach mal zugeben. Aber wir hauen hier einfach mal einen Lightning drauf. Und ich treffe den Tower nicht. Och, Leute. Was zum Teufel ist hier nur los? Jetzt treffe ich tatsächlich hier mit dem Lightning leider nicht den Tower. Das war extrem dumm. Ich hätte nämlich übel guten Schaden machen können. Das war leider ein Fehler von mir. Ich habe einfach zu schnell das Ganze hier gesetzt. Hier hauen wir den Grabstein rein. Und ein paar Lakaien. Und dann passt der Hase hier auch. So, die sollten eigentlich keinen Hit mehr bekommen. Perfekt. Ja, ein Hit ist okay. Kann man auf jeden Fall verkraften. Das Spiel geht noch 1 Minute und 36 Sekunden. Das geht auf jeden Fall fit. So, wie machen wir weiter? Hier schwebt auf jeden Fall eine Wolke übers Spielfeld. Das ist natürlich ganz nice. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Megalakai.
und lassen das Ganze mal durchgehen. Oder hauen wir noch, ich glaube, wir hauen noch mal den Lava-Hund davor. Ist vielleicht eine ganz gute Sache, mal sehen. Mal sehen, Leute. Hier haben wir auf jeden Fall mal den Lightning drauf, schnell, come on. Lightning, schnell. Boah, Mist, Leute, das war leider ein bisschen zu spät. Das bringt jetzt nicht mehr so viel. Und hier können wir leider auch nichts mehr machen. Hier können wir tatsächlich auch nichts mehr machen. Er hat natürlich die Pfeile, muss man natürlich auch bedenken, Leute. Er hat natürlich tatsächlich hier die Pfeile. Die benutzt er natürlich auch. Das ist natürlich jetzt nicht so geil für uns. So, die Double Elixir Time ist schon. Das habe ich irgendwie gerade gar nicht mitbekommen. Okay, ich bin ein bisschen Brain AFK, Leute. Egal. Ein Tower hat er. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal dafür sorgen, dass wir jetzt den nächsten Tower von ihm mal bekommen. Damit das hier nicht so ein nerviges Game wird. Ich will auf jeden Fall eigentlich nicht verlieren, wenn ich ehrlich bin, aber es sieht stark danach aus, dass wir verlieren werden. Wie dem auch sei, Leute, das ist jetzt ein Lose. Oh shit, bin ich schlecht, Leute. Ich bin einfach mal richtig verdammt krass schlecht. Egal, Leute, ich habe den Ballon noch gar nicht benutzt, vielleicht war das einfach mein Fehler. Wir predicten einfach mal Pfeile auf gut Glück. Bringt so gar nichts, okay. Ja, Leute, dann lassen wir das einfach und haben das Game verloren. Passt auch, ist in Ordnung. Kann ich leider nicht mehr ändern. Okay, gutes Spiel. Thumbs up, Leute. Ja, ich hätte mich einfach ein bisschen mehr konzentrieren müssen, aber kann ich jetzt leider auch nicht mehr ändern. Und oh mein Gott, Leute. Ja, ich denke mal, er nimmt es mir nicht zu übel, dass ich jetzt hier verloren habe an der Stelle. Am liebsten würde ich jetzt noch einen Fight machen, damit ich wieder gewinne und er keinen Verlust an Trophäen gemacht hat. Sorry, Leute, tut mir leid, kann ich jetzt nicht ändern. Ich würde einfach sagen, Leute, das war's dann auch mit der heutigen Folge von Clash Royale. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein und ciao.